Und jetzt haben wir einen Artikel dabei, der für sich genommen schon ziemlich lecker ist. Und den haben wir mit Absicht mal hingestellt, weil ich einfach auch mal wissen wollte, wie kreativ ist denn unser Kreativchef? Und dieses Produkt hier ist unser Schokotwister. Wenn du den so isst, ich glaube, der ist hier bei allen bei uns in der Firma, die Belegschaft, sie liebt ihn heiß und innig. Absolut gefährlich, was Kalorien angeht. Hat aber auch potenzielle Suchtgefahr mit sich bringend, weil es wirklich ein verdammt leckeres Produkt ist. Und jetzt ist immer die Frage, so ein Artikel, der eigentlich für den To-Go-Verzehr ja eigentlich schon so konzipiert wurde, was kannst du daraus machen? Und wenn ich mir das hier angucke, es sieht süß aus. Auf jeden Fall. Da bleiben wir natürlich in süß. So ein Fettgebäck hat ja, wie du schon sagst, Suchtpotenzial. Und es gibt die närrische Zeit und es gibt andere Zeiten, wo man das nochmal vermehrt gerne isst. Ja. Das Besondere, was hier ja auch von diesem Produkt ist, wenn ich mal aufschneiden darf, dann sieht man das sehr gut. Es ist wunderbar gefüllt. Ja. Und als ich das probiert habe und dann auch mir mal angeschaut habe, was können wir denn daraus machen? Man kennt ja aus einigen Regionen auch, wo der Berliner Krapfen oder Pfannkuchen, wie er jetzt auch Ja. genannt wird, mit Hering belegt wird, also mit Matjes oder halt Bismarck-Hering. Aber ich habe gedacht, wir haben ja nicht nur die Kunden im Portfolio, die immer nur etwas als Snack verkaufen Ja. wollen. So, wir haben ja auch Gastronomen, wir haben Absolut. auch Leute, die sagen, okay, ich muss irgendwas mal aus der Sache machen, ich habe zu viel aufgebacken, habe vielleicht HP-Gäste, also Halbpensionsgäste, und die kriegen mittags Kaffee und Kuchen noch angeboten und dann bleibt das übrig. Was mache ich jetzt damit? Am nächsten Tag schmeckt das nicht mehr. Und da habe ich mir dann überlegt, wir gehen mal in die Dessertwelt rein. Das heißt, der Pâtissier kann diese Sachen sehr gut verarbeiten. Und ich würde ganz gerne etwas machen mit Eis und diesem Fettgebäck, indem ich eine Form auslege, mit Eis fülle, dann wieder einfriere. Das heißt, wenn er Eis frisch produziert oder er hat ein gekauftes Eis, was sehr cremig ist, dann kann ich Ja. das darüber produzieren. Dann friere es wieder schön weg und dann richtet man Dessertteller an. Und na, da bin ich mehr als gespannt. Und was ist das, was hier so riecht? Das ist das Karamelleis. Ich habe Okay. für die Schoko-Variante kann man Vanilleeis nehmen. Für die Vanille-Variante, wir haben das ja auch in Vanille, dann schneide ich das aus, weil das ist gefroren. Das habe ich bewusst noch gefroren. Das erkläre ich auch gleich, warum. Oh ja. Ich glaube, das ist der Grund, warum es alle lieben. Genau, das ist eine wunderbare Vanillecreme drin. So, und ich kann jetzt überlegen, ob ich ein Karamelleis verwende, ob ich jetzt ein Vanilleeis verwende, was auch immer für ein Eis, also wo das Herz hingeht. Ich würde ganz gern die Schoko-Variante jetzt auch mal auslegen. Da hätte ich jetzt klassisch vielleicht das Vanilleeis genommen, aber so ein Karamell, so ein helles Karamelleis passt auch gut. Und da haben wir diese Salzigkeit drin. Das heißt, wir spielen wieder mit den süßen und den salzigen Komponenten, um einfach einen tollen Geschmack zu erzeugen. Wenn ich das aufschneide, man hat es ja gesehen, das bleibt sofort auch am Messer kleben. Ja. Also verarbeite ich es so, wie es auch angeliefert wird, gefroren. Na, da bin ich gespannt. Dann kann ich das nämlich besser schneiden in dünne Scheiben, denn ich möchte ja die Form auslegen. Und dann möchte ich jetzt ja nicht das ganze Fettgebäck da reindrücken, sondern ich möchte es ja auslegen. Und somit kann ich es jetzt auch schneiden, ohne dass mir was anhaftet oder ich es überhaupt nicht geschnitten bekomme. Klassisches Sägemesser nehmen, funktioniert bestens. Ist hier schon sehr galant, sehr galant. So, das mit dem, das lege ich jetzt mal hier oben hin. Das mit dem Kern von der Schokolade legen wir nach unten. Das versuche ich ganz bewusst das raus. So, da haben wir ja überall. Und dann legen wir das so aus. Man kennt das aus der Patisserie, das wird sehr häufig gemacht, dass man, wenn man Biskuit hat, solche Sachen dann auslegt, mit Mousse füllt oder mit Cremes oder mit Eis. Eisbomben werden daraus auch gerne gemacht. So, schau ich mal. Ja, aber wenn ich hier so zuschaue, dann könnte man ja beide Varianten Vanille Schoko auch mischen, ne? Richtig. Also ich muss es jetzt nicht einseitig machen. Hell-Dunkel-Variante. Genau. So, dann schneiden wir noch mal eins. Aber wenn du das möchtest, mache ich dir das natürlich. Ich Oh, merke schon, was soll ich denn dazu dieser sagen, Druck. Christian?
Aber du hast es gemerkt, es war subtil. Ja, ja, aber es war kaum direkt, so keine Forderungshaltung. Nein, sondern, aber der Imperativ eigentlich war. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit Vanille gut knapp ist. So würde es vielleicht noch besser aussehen. Ich danke dir. Du jederzeit. Für diesen Regentipp. Und das ist wirklich ein schönes Fettgebäck auch. Wenn es dann aufgetaut ist, dann wird es richtig schön fluffig. Und ja. In dem Zustand, wie es jetzt ist, kann ich es super gut schneiden, verarbeiten, weiter in die Verarbeitung reinbringen. Wie also aus Erfahrung weiß ich, das ist wirklich gefährlich. Und, das brauchen wir gleich nochmal, weil wir müssen es ja verschließen. Jetzt das Eis. Wenn es frisch aus der Eismaschine kommt, dann hat es auch so diese Cremigkeit. Mhm, das sollte ich schon haben. Ein bisschen glatt rühren. Und da auch bitte ein gutes Eis nehmen. Ein gutes Eis. Was ist ein gutes Eis? Dass es wirklich cremig ist, vollmundig ist. Also nicht so eins, wo man denkt, okay, was könnte das sein? Ein Softeis? Ein Softeis würde auch gut gehen. So, jetzt machen wir überall mal dieselbe Eissorte rein. So. Hm. So. Also für mich wäre es jetzt fertig. Ja, du musst jetzt auch nur 2-3 Stunden hier stehen bleiben, weil wir das ja einfrieren und dann erst weiterverarbeiten können. Ja, aber ich finde, es reicht jetzt schon so. Also, ups. Und da muss man nicht ganz so zimperlich sein, ja. Weil wir haben es ja ausgelegt. Das heißt, wenn eine gewisse Menge an Eis drin ist, dann stabilisiert sich das. Ich muss nur schauen, dass mein Fettgebäck außen am Rand und unten stabil liegen bleibt. Okay. Und wahrscheinlich macht man es vielleicht auch besser mit einem Portionslöffel. Kann man. Stichwort Wareneinsatz. Ich muss es, also dadurch habe ich ja die Form. Das heißt, die Menge an Eis ist klar definiert. Mehr geht nicht rein. Sonst wird es oben massiv drüber schauen. Also es ist jetzt schon in dieser Art und Weise der Menge. Wenn ich schneller sein will, gebe ich dir recht. Nehme ich ein Ding rein und drücke es glatt. Aber so. Jetzt verschließen wir das. Ja, jetzt interessant. Man kann da jetzt natürlich auch eine Bayerisch-Creme, ein anderes Mousse, ein Fruchtmousse reingeben, was immer das Herz begehrt. Und somit schaffe ich auch eine Wiederverwertbarkeit für Produkte, die nicht schlecht sind, aber ich nicht weiter irgendwo nochmal als Kuchen anbieten kann. Frische Verkauf, ja. Genau. Ja. So. Jetzt Folie. Und das ist im Prinzip die gesamte Vorarbeit? Das ist die Vorarbeit. Andrücken, damit es wirklich haftet. Jetzt darf ich dich bitten, den Froster einzumachen. Dann machen wir den auf. Mal sowas von. Holen das raus, was ich vorbereitet habe. Hört man auch, wie hart das ist. So, das geht wieder ein paar Stunden rein. Oh ja. Jetzt ist das schön durchgefroren. Oh ja. Ich lege das mal nach hinten und ich hole jetzt mal was raus. Und damit habe ich ganz schnell eine Basis für die Zubereitung von verschiedensten Dessertkombinationen. Das, was für den Pâtissier auch ein Riesenaufwand ist, nämlich ein Gebäck zu produzieren, ob es jetzt ein Fettgebäck ist oder ob es ein Biskuit ist, das wurde mir abgenommen und ich kümmere mich jetzt nur noch um die Eisgeschichte. So, und wenn ich das mal schön anrichte. Ich bitte sehr darum. Habe ich einen Teller. Ups. Ich glaube, das hätte ja thematisch auch gut in die andere Folge gepasst. Was kann man dann mit Überhängen machen? Exakt. Hätte auch gut reingepasst. So, jetzt gibt es Möglichkeiten, dass ich mit der Vanillesoße arbeite. Ich bin ein großer Fan von Fruchtkompott. Erstens ist es auch wieder eine Weiterverarbeitung. Über das Jahr kann ich Obst gut einlegen und kreiere mir dann verschiedenste Kompottvarianten. Und mit Eis immer ein Treffer. Aber sowas von.
Und weil du ja hier in Hamburg zu Gast bist, ist das was? Was wäre denn mit Rote Grütze? Genau das ist das. Das habe ich mir schon mal erlaubt zu nehmen. Mhm. So. So. Oh la la. So. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob es funktioniert. Flambieren wir. Ja. Ich halte jetzt ganz bewusst Abstand. Und das macht man am Tisch. Mhm. Und jetzt karamellisiert das da ein bisschen. Voilà. Und schon haben wir ein wunderbares Dessert für unsere Gäste. Ich bin sowas von begeistert. Und auch hier würde ich sagen, Sie können leider nicht reinbeißen und es probieren. Wir machen das aber gleich. Du hörst, wie schön es knistert. Ja. Ist es das Eis, auf dem wir stehen? Ist das Eis, auf dem wir stehen? In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Interesse. Wiederschauen.